Die Behandlung erfolgt ja überwiegend durch Hausärzte und durch Fachärzte, durch Psychiater oder Nervenärzte. Wenn man eine psychotherapeutische Behandlung will, die wird auch zum Teil von ärztlichen Psychotherapeuten angeboten, aber auch von psychologischen Psychotherapeuten. Das sind Psychologen mit einer Spezialausbildung, die auch über die Kasse abrechnen können. Also nicht jeder Psychologe kann das. Das heißt, der Patient muss selber nicht bezahlen. Sich einen psychologischen Psychotherapeuten zu suchen, kann manchmal sinnvoll sein bei einer Depression, aber der muss jetzt nicht eine Spezialausbildung zu Diabetes haben.